Jo Freunde, was geht ab? Max Brunner am Start mit einem neuen Video. Okay. Wir haben euch letzte Woche gefragt, ob ihr ein paar Fail-Videos überhaupt. Ihr habt uns ein paar Videos bei Instagram geschickt. Darauf reagiere ich heute. Wenn ihr noch mehr Fail-Videos habt oder andere Videos, wo ihr klar macht, irgendwelche krassen Flips vom 3er, 10er, 5er, 20er oder wie auch immer, schickt uns die jetzt bei Instagram. Ich verlinke euch das hier unten nochmal. So, jetzt fangen wir auch schon mit dem ersten Fail-Video an. So, der erste Fail ist von Linus und der hat dazu geschrieben, habe mir dabei mein Handgelenk gebrochen. Grüße gehen raus an Younes. Okay, Grüße gehen raus an Younes. So, das Ganze gucken wir uns jetzt mal an. Die schlagen sich da so halb. Boah. Weißt du, was das war? Das war auf jeden Fall ein Karma-Fail, weil du hast ihn erst abgefuckt und dann, boah. Ich hoffe, dein Handgelenk geht's wieder besser. Das hat auf jeden Fall so jetzt so eine Zeitlupe. Zack, bam. Das nennt man Karma, also wenn man jemand anders ärgert und dann auf Fresse fliegt. Ich hoffe, die geht's besser. So, ab zum nächsten Fail. Der nächste Fail kommt von R-BLT-. Der hat dazu jetzt nichts geschrieben, aber ihr könnt auch eure Story dazu schreiben. Dann lesen wir die gerne vor. Oder beziehungsweise heute ich. Das sieht aus, als wenn er da auf dem 10er steht. Mal gucken, was er macht. Das ist auf jeden Fall hoch. Ist, glaube ich, ein 10er. Frontflip und... boah, das hat auf jeden Fall auf dem Bauch. Das gucken wir uns nochmal an. Das ist auf jeden Fall heftig. Noch einmal ein Ultra-Zeitlupe. Zack, boom. Das tat auf jeden Fall weh. Nicht schlecht, das ist uns auch schon öfters passiert. Gerade wenn Tim oder Patrick sowas passiert, finde ich das immer mega witzig. Die haben es eigentlich übelst verdient. So, zum nächsten. Freddy. So, der nächste Trick kommt von Freddy054. Der schreibt dazu, mein Rücken war erstmal für 2 Wochen außer Gefecht. Das Ganze gucken wir uns jetzt an. Der ist auf dem Blobsack. Da, das hat mir auch in Thailand gemacht. Wir waren auch auf so einem Blobsack in Thailand. Und bam, der fliegt hoch. War schon ein bisschen hoch. Ja, auf dem Rücken. Ich kann mir vorstellen, dass das wehtat. Auf so einem Blobsack hat Tim seinen ersten Triple Frontflip gemacht, glaube ich. Wenn ihr das Video noch nicht kennt, schaut einfach mal in der Bibliothek vorbei. Das war in Thailand auch mit so einem Blobsack. Einfach mal anklicken. So, der nächste Fail kommt von jemandem, den Namen kann ich nicht aussprechen, aber der ist jetzt ein bisschen hier unten verlinkt. Das Ganze gucken wir uns mal an. Der Tannenbaum ist schön. Ja, der Tannenbaum ist schön. Boah, was macht... Boah. Ich hoffe, das tat nicht weh, aber das sah auf jeden Fall witzig aus. Auf jeden Fall korrekt. So, was hat der doch dazu geschrieben? Das ist mein Fail von damals, 2016. Meine Schwester hat mich heimlich gefilmt. Das war auf jeden Fall witzig. Ab zum nächsten. Der nächste Fail ist von Mixel-JR. Der hat uns 2 Videos geschickt. Mal gucken, was da passiert. Zack. Bam, auf den Rücken. Ja, der ist mies auf den Rücken geknallt, aber der wollte, glaube ich, einen Double Auerbach versuchen. Nicht schlecht. Jetzt gucken wir mal beim 2. Video. Ja, der sah doch schon nice aus. Dazu hat er noch geschrieben und ein Fast-Fail, aber ich fand, der war schon... Auf jeden Fall nice Double Auerbach. Da seht ihr, wenn ihr immer lernt und immer weitermacht, dann legt ihr euch vielleicht 20 Mal ab, aber dann macht ihr einmal klar und dann habt ihr es geschafft. Also nicht schlecht, aber halt immer aufpassen, ne? Im Wasser geht das Ganze immer recht gut, gerade im Schwimmbad. Da ist immer gut. Boah! Sorry. Boah, ich bin voll erschrocken. Ja. Ich hab mich voll erschrocken. Hey, Braschmann! Jo, ich hab mich übelst erschrocken. Sorry, Digga. Was ist los mit dir? Ich bin voll erschrocken, ey! Ja, auf jeden Fall ist Tim der Wichser jetzt gerade. Auf jeden Fall ist Tim jetzt da. Ich bin mich mies erschrocken, Mann. Auf jeden Fall kommt der nächste Trick von Russag-Emma und der hat dazu geschrieben, dass es nicht so weht hat und dass er auch YouTube macht. Wie gesagt, checkt alle die Leute ab, die sind hier alle verlinkt unter dem Video. Der macht einen Frontflip auf einem Heuballen. Das tat jetzt, glaube ich, ehrlich nicht so weh, aber sieht witzig aus. Hier, da ist der Russag Emma, der macht einen Frontflip. Das geht nicht. So, und jetzt kommen wir zum letzten. Das hat frisches Heuballen, ne? Und nicht gebrochen. Schippe. Ich will mitmachen, dreht der ohne mich. Guck mal, Leute, so ist Max zu mir. Der meint, ja, komm, zum Video drehen, dann macht er den Scheiß alleine, Junge. Der hat nie Zeit. Der sagt, fahr mal kurz ein bisschen rum und dann bin ich weg und heimlich dreht der Video. Mhm. Und Tim und ich haben uns ein Video gestern reingezogen und wir mussten so kaputt lachen. Und der hat uns auch noch das Video geschickt, das ist von Fitz. Klucker-Strich. Ihr seht ja den Namen da unten, brauche ich euch nicht sagen. Der hat dazu geschrieben, war auf einem Spielplatz mit ein paar Freunden und hab einfach aus Spaß gesagt, dass ich jetzt einen Backflip mache. Hab aber dann wollte er es anscheinend nicht machen, dann haben die gesagt, der kriegt einen Döner und dann hat das gemacht. Und Grüße gehen raus an Nils, Finn und Lucien. Ist das Lucien? Das heißt Lucien, oder? Ja, Lucien. So, das Ganze gucken wir uns jetzt an und der ist so lustig, das ist so blob. Keine Ahnung, kann ich nicht erklären.
Digga. Niemals. So, Freunde, Flitz Flucker war auf jeden Fall auf Platz 1. Tim lacht wie eine Vogelscheuche, keine Ahnung, was bei dem abgeht. Was ist mit dem? Auf jeden Fall, wenn ihr noch Videos habt, dann schickt uns die bei Instagram. Ich verlinke euch das Ganze hier nochmal. Und wenn ihr auch krasse Videos habt, wie irgendwelche krassen Salto-Sprünge oder so, dann schickt uns das Ganze einfach. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bei 5000 Likes kommt noch ein Video von diesem Format. Da kommt noch so ein Video. So, Freunde, bis zum nächsten Mal. Also, Freunde, bis zum nächsten Mal. Haut rein, peace. Freunde, bis zum nächsten Mal.